Beim Blick in das Supermarktregal ist Ihnen sicher schon einmal Heumilch untergekommen. Ihre Verarbeitung erfolgt in der Steiermark durch die Obersteirische Molkerei, die wiederum von mehr als 600 Milchbauern beliefert wird. Was aber genau ist Heumilch eigentlich? Uli Enzinger berichtet. Am Betrieb von Hermann Madl in Seckau möchte ich erfahren, was hinter der Heumilchproduktion steckt. 40 Milchkühe leben hier im Freilaufstall. Per Knopfdruck versorgt ein Kran die Tiere mit Nahrung. Heumilchkühe fressen im Winter rein Heu und ein bisschen Kraftfutter, Getreide und im Sommer eben Grünfutter und Heu. Für die Heumilchproduktion braucht man eine längere Schönwetterphasen. Wir brauchen mindestens 2 schöne Tage draußen und bei der Silagewirtschaft ist im Grunde genommen ein Tag ausreichend. Am Tag frisst jedes Tier 20 Kilogramm Heu. Gestärkt von der Fütterung marschieren die Tiere zweimal täglich zum modernen Melkroboter. Vollautomatisch wird jener Rohstoff gewonnen, aus dem eine Vielzahl von Produkten entstehen wird. Die Heumilchproduktion ist die ursprünglichste Form der Milchgewinnung überhaupt. Gefüttert wird streng nach dem Lauf der Jahreszeiten. Die Weiterverarbeitung zu Milch und Käse, die ist inzwischen hochtechnologisiert. Sonst wären die Mengen gar nicht bewältigbar. In der Obersteirischen Molkerei alleine werden am Tag 100.000 Liter Heumilch weiterverarbeitet. Die Molkerei in Kapfenberg. Hier wird Frischmilch abgefüllt. Nur bei diesem letzten Schritt ist Milch sichtbar, denn die Milch fließt durch Rohre. Jeder Produktionsschritt wird zentral von der Schaltwarte aus gesteuert. Ein Drittel der abgefüllten Milch ist bereits Heumilch. Im Labor ist ein Unterschied zu herkömmlicher Milch in Fett- und Eiweißgehalt nicht auszumachen. Vom Labor her gibt es keinen Unterschied. Geschmacklich sehr wohl. Die Heumilch schmeckt deutlich reiner. Es wird dort weniger Kraftfutter eingesetzt und das wirkt sich positiv auf den Omega-3-Fettsäuregehalt aus, der positiv einen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System des Menschen hat. In Knittelfeld, dem Hauptsitz der Obersteirischen Molkerei, wird aus Heumilch Bergkäse produziert. Von dem mehrfach international ausgezeichneten Leitprodukt des Betriebes werden jährlich 3.500 Tonnen hergestellt. Nach Fertigung und Bad in der Salzlake reift der Bergkäse zumindest 3 Monate lang. Durch natürliche Bakterien der Heumilch sind Käsefehler seltener. Ein Grund, warum man hier seit Jahrzehnten in der Käseerzeugung darauf setzt. Nun gibt es auch für Heufrischmilch einen Markt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Silagegewinnung durchgesetzt, weil sie kostengünstiger und einfacher für den Bauern war. Und damit ist Heumilch immer weniger geworden. Und wir hatten in den letzten Jahren eine Trendumkehr. Der Konsument möchte Heumilch haben in Form von Trinkmilch und in Form von Bergkäse. Heumilchkühe geben weniger Milch. Die aufwendige und teurere Milchproduktion wird dem Landwirt mit einem Zuschlag von 4 Cent pro Liter abgegolten und dem Wissen, den Tieren das zu geben, was ihnen schmeckt.